Und dann müssen wir nur noch den einzelnen Block hier, den hier, jeweils machen. Und dann die Fackeln hinstellen, die Zaunfackeln. Und dann sind wir damit fertig. Dann sind wir damit fertig, oh boy. Hat auch lange gedauert. Weil jetzt das Problem ist, Optifine ist noch immer nicht draußen. Also ich war, ja, es gibt Vorab-Version von Optifine, aber ich würde ganz gerne, ne, das wiederhole ich mich auch gerne jedes Mal wieder. Ich würde gerne eine Vollversion von Optifine haben, ne? Also eine ohne Bugs und ähnliches. Dementsprechend ist das der Grund, warum ich noch warte. Was habe ich denn noch für doofe Aufgaben, um die ich mich gedrückt habe? Ich kann im Nether das Schienensystem anfangen, theoretisch. Habe ich noch irgendwas Doofes? Es fällt mir spontan nicht ein. Ich sollte mir tatsächlich mal irgendwann einfach eine Liste machen mit allen Bauprojekten, die ich vorhabe. Ich glaube, das wäre eine. Ich meine, es gibt ja diese. Ich wollte gerade sagen Jira Tickets, die man machen kann. Aber ich werde mir nicht Jira holen, nur für Minecraft. Aber es gibt ja solche Planer, To-Do Aufgabenunterteiler. Ne, vielleicht mache ich mir einfach irgendwann mal sowas für Minecraft, dass ich dort alle Bauprojekte hinsetzt und dann vor jedem Stream einmal schau, in welcher Reihenfolge ich das haben wollen würde. Ich meine, ich kann die Mine noch weitermachen, theoretisch. Da war eine Mücke. Weiß es nicht. Aber die Mine-TM ist halt auch so ein doofes Projekt, auch so ein undankbares Projekt wieder. Die ich auch machen müsste. Worüber denkst du nach, Alternis? Worüber denkst du nach? Ich meine, hätte ich die Decke in Schafsburg noch nicht gemacht, dann hätte ich jetzt dafür Obsidian farmen können. Hast du rein zufällig 499, wenn du nicht brauchst? Kommt drauf an, für was? Doof gefragt. Nehme ich die Kohle mit? Wir nehmen die Kohle mit. Die lächelt mich so an. Pling, plong, plang, pling, plong, plang. Oh. Fortune. Achso. da. So, jetzt muss ich mal gucken. So. Achso, ich habe jetzt ein Abzeichen dafür bekommen, dass ich auf meinem eigenen Kanal Abonnements verschenkt habe. Ich finde die grundlegenden Gedanken super. So, ja, du hast Abonnements auf deinem eigenen Kanal verschenkt. Hier hast du eine Möglichkeit, damit zu flexen. Es hat sich definitiv gelohnt, diese Kohle zu nehmen. Ein Giftsaft, wie unerwartet. Dankeschön. Das Ding, also, wenn ich kein Geld für sowas übrig habe, dann wird das für mich auf den nächsten Monat verschoben.
Also es ist, da werde ich dann auch, oder da gebe ich dann auch Bescheid. Bei sowas, weil ich finde, das ist nur fair. Ich finde, das ist nur fair. So, und ja genau, hier ist ja wieder so eine größere Höhle. Gut, ich würde die Diamanten vorsichtshalber hier einmal hinweglegen. Ich traue mir selber nicht. Ich hoffe, das ist verständlich, wenn ich das so sage. Ich traue mir selber nicht, dass ich keinen Blödsinn damit mache. Aber dann habe ich jetzt quasi gerade die gesamten Smaragde und sowas eher ohne Fortune abgebaut. Das war doof von mir. Ich meine, bei Kohle ist es nicht so schlimm, weil Kohle halt wirklich viel existiert. Was zum Feudel ist das jetzt schon wieder? Ich dachte, ich frage mal lieber nach. Nein, ich habe keine 5 Euro dafür übrig. Alter, deswegen dir muss ich jetzt den Rest des Monats hungern. So, geh mal weg, du Lava, bitte. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was da auf der anderen Seite des Todes ist. Block. 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 Ah. Die Höhle. Got it. Geht sie noch weit? Nee, okay. Das ist hier so ziemlich das Ende. Ja, dann nehme ich mal das Eis mit. Das ist auch eine Sache, die werde ich höchstwahrscheinlich bis zum Ende aller Tage traurig finden, dass man nicht irgendwie Glück auf Erz verwenden kann. Die sind ja mal hübsch. Pride Lion, Also der Löwe ist halt wirklich hübsch. Der Löwe ist wirklich hübsch. Da muss ich sagen. Und ich weiß, das wird jetzt im ersten Moment ganz doof klingen. Ich finde es grundlegend schrecklich, wenn Firmen wie Twitch sich für sowas wie den Pride Month engagieren. Weil, so, und hier kommt der Grund dafür, die das nur machen, oder es fühlt sich für mich nur so an, dass sie das nur machen, weil es halt hip ist. Ich meine, ich habe jetzt natürlich keine Historie für Twitch, im Sinne von wie ihr Stand gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen war, ne, bevor es quasi in den Vereinigten Staaten in Anführungszeichen legalisiert wurde, ne, also quasi das Heiraten von Menschen des gleichen Geschlechts. Gleichgeschlechtliche Ehe nennt man das auch. Schatten, das gibt's Wort für. Na, aber ich finde das immer so ein bisschen, ich finde den grundlegenden Nachgeschmack immer so ein bisschen ugh. Wenn ich sehe, dass eine Multimillionenfirma einfach so sagt, guck mal, die sind doch voll toll, ne? Ihr mögt uns jetzt deswegen. Hohoho. Ho, ho. Ja. Da so meine 2 Cents. Ich meine, sagen wir es mal lieber so. Es ist natürlich cool zu sehen, dass sie öffentlich, oder dass Menschen, die schwule, lesbisch sind oder was auch immer, weil der Pride Month ist ja nicht nur für schwule, lesbisch, sondern auch zum Beispiel für Transmenschen, die, oh mein Gott, mir tun Transmenschen so leid, bedenkend, wie viel Hass sie abbekommen. Von so vielen unterschiedlichen Menschen und Seiten und Ebenen und das, obwohl sie eigentlich nur leben wollen. Ja, das finde ich schrecklich. Ja. Aber ich finde, bei Firmen ist es immer so ein doofes zweischneidiges Schwert. Ich Reptiloiden liebe. Ne, zum Beispiel Bethesda.
Jeder kennt Bethesda. Bethesda, das sind doch die, die Skyrim gemacht haben. Ja. Die haben, wie so viele andere Firmen auch, quasi für viele unterschiedliche Regionen und oder Sprachen unterschiedliche Twitter-Kanäle. Oder Accounts. Ich glaube, Accounts ist das richtige Wort. So, und die laufen dann umher, denken sich so, oh toll, ich gebe jetzt die, nutze jetzt die Regenbogenflagge und pack darauf mein Logo. Ne, damit ich zeige, guck mal, wie toll wir die Menschen, die schwul und lesbisch sind, finden. Und dann halt einfach der von Saudi-Arabien nicht. Wo ich mir dann auch so denke, ja, man merkt so ein bisschen, das ist nicht deren Priorität. Und das finde ich halt dumm. Was, die Bethesda? Ich meine, ich persönlich kann da immer nur wieder sagen, hab großes Glück gehabt, dass ich viele tolerante Menschen um mich herum hatte, die kein Problem damit hatten oder haben, dass ich bi bin. Aber wenn ich dann so eine Firma sehe, die quasi nur in Ländern oder in Gebieten, wo es in Anführungszeichen akzeptabel ist, der LGBTQ+-Gruppe anzuhören, um sich dort Goodie Points zu verschaffen? Nee, das ist doch absoluter Garbage. Hey, come on. Oder mir ist es dann einfach lieber, wenn so eine Firma sowas nicht macht. Ne, weil das ist dann einfach ein, okay, ist eine Firma, doesn't give a fuck, ist okay. Als wenn sie dann anfangen rumzuheucheln. Insbesondere, weil Ländern wie Saudi-Arabien, die dieser Support für die LGBTQ+-Gemeinde umso wichtiger ist. Naja, das war mein Rant zum Freitag. Wobei, eigentlich war das schon mein dritter Rant für heute. Aber ich hoffe zumindest, dass man meinen Punkt versteht, ne, warum mich sowas stört, zu sehen, warum, dass Firmen sich da hinstellen und sagen, wir sind definitiv auf eurer Seite, ne? Und nicht, weil ihr Geld habt, nein! Ich meine, natürlich wird kaum eine Firma rauskommen und homophoben Müll labern. Ne, das glaube ich nicht. Es wäre auf eine tragische Art und Weise lustig. Ne, ist so ein bisschen wie ein Unfall lustig. Tragisch. Aber es ist nichts, was ich erwarten würde. So, ich mache mal ganz kurz hier frei. Aber nee, einfach dann lieber, wenn ihr schon heuchelt, dann bitte einfach komplett gar nichts machen. So wie VW. Oh Gott, was habe ich da nicht mitbekommen? Will ich's wissen? Wenn du noch zwei Stunden wartest, kannst du es auch noch am Samstag machen. Hat sich VW hingestellt und gesagt, wir mögen keiner. Wir mögen Menschen nicht. Sind wir mal ehrlich? Schwul, lesbisch, trans zu sein, bedeutet noch immer Mensch zu sein und sich hinzustellen und zu sagen, die sind nicht okay, ist schon doch ein sehr weirder Standpunkt. Ist kein Hügel, auf dem sich irgendeine Person begeben sollte und noch weniger ein Hügel, auf dem man versuchen sollte zu sterben, indem man seine Argumente verteidigt. Oh boy, oh boy. Lass Menschen einfach Menschen sein. Punkt.
Und wenn die sagt, ey, ich mag es aber nicht, wenn die vor meiner Nase knutschen, dann fängst du schon an, homophob zu sein, mein Jung. Sobald du anfängst, den Doppelstandard zu haben, im Sinne von, ich mag es nicht, wenn sie vor mir knutschen, dann, ich persönlich mag es, mag allgemein Affektionen in der Öffentlichkeit zeigen. Nicht meins. Ich möchte niemanden die Zähne der anderen Personen ablecken sehen. Dafür geht in Kino. Da brauche ich das nicht sehen. Da kann ich es nicht sehen, das ist dunkler Raum. Hände halten ist okay. Also das erlaube ich noch. Händchen halten in der Öffentlichkeit. So, komm, ich mach hier einfach mal komplett zu. Oh boy, das wird dauern. Aber wir sind fast fertig mit dem Weg. Wir sind fast fertig. Es dauert nicht mehr, also es dauert noch mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger. Aber es dauert nicht mehr lang, Pinocchio. Wie lange dauert es noch? Wir sind gleich fertig. Die Nase wächst. So, zack. Ich kümmere mich dann hier auch schon mal, ne? Da, wo Erde ist, ist quasi mehr Erde. So funktioniert es in Minecraft. Die haben so eine Werbung, wo ein schwarzer ein Auto einsteigen möchte und dann kam eine große Hand, die ihn weggeschnippt hat. Und dann random Buchstaben erschienen, die irgendeinen Slogan gebildet haben und die ersten Buchstaben erschienen sind, haben das Wort. Oh! Nice! VW, please! Nur weil ihr aus dem Dritten Reich entstanden seid, heißt es nicht, dass ihr diese Ideologien fortführen dürft. Danke, bitte. Das. Bei sowas, das kann doch eigentlich kaum aus Versehen geschehen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Sowas. Da muss irgendwo Absicht hinter gewesen sein. So zumindest meine Meinung. Oh, da geht's runter. Denn das Eisen. Ich sehe das Eisen. Das nehmen wir an uns. So. Ich bin aber wirklich negativ überrascht, wie wenig Gold ich hier finde. Ich meine, wir haben ein bisschen was gefunden, aber das reicht halt eigentlich nicht für die Booster-Schienen. So doof das jetzt auch... Oder so doof ich das finde. Ich meine, vielleicht übersehe ich es auch einfach nur, weil ich spärlich mit Fackeln umgehe. Für euch müsste das auch relativ doof sein. Ihr müsstet relativ wenig sehen können, eigentlich. Wenn ich mit so wenig Fackeln umherlaufe. Upsa. Aber wer muss schon was sehen in einem Videospiel, ne? Hört einfach hin. So, hier mache ich zu, das schaut dann besser aus. Ich sehe genug. Ich sehe genug, hat den Stream im Hintergrund. Nutzt mich nur als Podcast. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nichts Böses unterstellen, ich fand den Grundgedanken einfach nur amüsant. So, wie weit sind wir? Okay. Ich habe wieder zu viel rumgetrödelt. Nicht bummeln! Solange man noch die Konturen erkennen kann, ist genug Licht da. Ja, das Ding ist... Oh, da geht's ein bisschen runter. Aufgrund von Kompression und so weiter. Werden halt ja... Oder Kompression ist ja so, dass ähnliche Farbblöcke zusammengebatscht werden. Und... Wenn halt quasi alles grau ist, dann kriegst du einen grauen Blob.
Was zum Teil doch lustig ist. Ich habe mir auf die Zunge gebissen auch. Ah. Aber ich blute nicht, oder? No, kein Blut. Ich hab's geschmeckt. Also, ich hab's nicht geschmeckt, das Blut. Meine Sicht auf die Switch ist immer noch einwandfrei. Ich hab wieder Lava, das macht mir Sorgen. Aber ich hab eine Wand zwischen. Also eigentlich dürfte nichts passieren. Oh, stell dir mal vor, Lava würde nach und nach Stein in mehr Lava zersetzen. Und da gäbe es kein Max drauf, im Sinne von, dass quasi alles Steine zu Lava werden kann. Man kämpft quasi gegen die Lavafizierung der Welt an. Also die ersten paar Tage, die man auf einer Welt spielt, na, noch alles gut. Dann fängt man an, mehr und mehr Lavaseen zu finden und irgendwann ist bis zur Oberfläche, na, bis da, wo Erde ist, alles voller Lava. Das erinnert mich an komische Quarks. Ich weiß nicht, ob das die richtige oder ein richtiger deutscher Begriff ist. Die heißen Strange Quarks. Die Strange Matter bilden. Die. Ich kann. Wenn ihr so ein bisschen Horror mögt, kann ich euch empfehlen, dass ihr euch das darüber so ein bisschen einlest, über Strange Matter und Strange Quarks. Wenn die Lava den Stein zu Lava verwandeln würde, dann hätte man ja theoretisch einen Timer. Genau. Aber wirklich nur Stein, also sprich Eisen bleibt Eisen, Gold bleibt Gold, ne? Also die Materialien, die man hier so rausreißen kann und sowas, die verändern sich nicht. Also man muss irgendwann in einem Lavasee baden. In der Hoffnung. Ich glaube, ich lasse hier sogar. Ich meine. Hier muss ich eine Fackel theoretisch hinstellen. Ja, die stelle ich dann einfach ins Wasser. Ja, die stelle ich dann ins Wasser und dann ist gut. Dann nehme ich die Fackel einmal mit. Die stelle ich hier da so drauf. Die kann da wegen meiner stehen bleiben. Und die stelle ich da so drauf. Ich möchte auch noch immer wieder gerne auf 4 Streamtage gehen. Nicht 4, 5, Entschuldigung. Ich bin schon bei 4, theoretisch. Wenn ich nicht Kram umherschieben muss, weil Zeitmanagement meine größte Schwäche ist. Aber bisher kam ich nicht wirklich dazu, was mich ein bisschen traurig macht. Ich meine, momentan kriege ich es ja nicht mal hin, 3 Streams, beziehungsweise 4 Streams definitiv durchzuziehen, ne? So, hier kann ich einmal so machen. Wie gesagt, die Decke wollte ich hier ein bisschen kaputt lassen. Ne, zum einen kann ich dann damit wieder anfangen, einige RPGs zu spielen, ne? Quasi, dass ich wieder so einen RPG-Tag habe. Wie das vorher der Sonntag war. Ne, der jetzt ja momentan der Stellaris-Streamtag ist für Not und mich. Was ich auch, ne, also ich muss auch immer wieder sagen, ich finde Stellaris als gemeinsames Projekt auch super lustig. Na, also wenn Not darauf Bock hat, dann würde ich das auch definitiv noch weitermachen mit ihm. Dann, ne, dass wenn wir quasi die jetzige Stellaris-Runde haben, die nächste Stellaris-Runde anfangen und so weiter und so fort. Ich hoffe, er hat Bock drauf, weil es macht mir ordentlich Spaß. Und ja, halt entweder einen RPG-Tag oder einfach so ein anderes Projekt, was halt lange gehen würde. Nur um jetzt sagen wir so ein Terraria.
Ich meine, Terraria hat ja ein Ende. Aber trotzdem. Plop, plop. Dauert das ja, bis man dorthin kommt. So zumindest, also würde ich jetzt behaupten wollen. Insbesondere ich, der jetzt schon seit Jahren kein Terraria mehr gespielt hat. So ein schöner Zwei-Stream finde ich immer nice. Ja. Finde ich auch. Ich meine, ich habe ja jetzt den, oder ich spiele die noch einmal einen verschlingenden Schwarm. Momentan. Was auch, ist halt Stellaris und Stellaris macht mir Spaß. Aber so mit einer zweiten Person das Spiel zu spielen, macht auch Spaß. Ich werde dann aber vermutlich. Also, das sind ja alles jetzt nur hypothetische Sachen. Not fragen, ob wir quasi die Schwierigkeit höher stellen. Weil ich muss gestehen, so ein bisschen. Also, wenn man alleine spielt, kann die KI schon doch, ne, mit den Boni, die sie geschenkt bekommen, stark sein und furchteinflößend. Aber wenn man sobald man zu zweit ist, ist es so ein bisschen meh. Im Sinne von I don't care. Ich habe Nod an meinem Rücken, das ist quasi mein zweiter Ressourcenspeicher und Nod hat mich im Rücken. Ich bin sein zweiter Ressourcenspeicher. Und dann kann man sich halt einfach mal so 10.000 Legierungen oder so hin und her schieben und dann hat sich das wieder das Problem. So, ich bereite mir noch mal ein bisschen mehr Erde vor. Wobei ich auch noch immer... Ich habe halt so viele Sachen, die ich ganz gerne noch machen wollen würde. Ich würde auch ganz gerne mal nach Jahren, sind es ja wirklich, es ist schon ein halbes Jahrzehnt, seitdem Stellaris draußen ist, knapp, also 2016 wurde Stellaris released. Ich würde ganz gerne mal irgendwann eine 1.0 Runde mal wieder spielen in Stellaris. Stellaris 1.0 ist sehr anders zum jetzigen Stellaris. Plus, ich fand das alte Population-System besser. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Da bin ich aber vermutlich einfach nur ein alter Mann. Früher war alles besser. Ja, die kann ich zumachen. Wobei das jetzige auch nicht schlecht ist, ne? Das ist auch dazu gesagt. Das jetzige Pop-System ist not bad, not bad. Es ist aber nicht das alte. Und dann muss ich noch das Moonlighter-DLC irgendwann mal spielen. Ne, weil ich eigentlich darauf auch Bock habe. Und dann das Hacknet-DLC. Dann irgendwann muss ich Darksiders 2 auch endlich so weit spielen, dass wir die Arena zu Ende machen können. Das ist auch noch eine Sache, die ich ganz gerne machen wollte. Die ich bisher noch immer nicht gemacht habe. Was... Ups. Mein Fehler. Wobei weniger ein Fehler, mehr ein... Ja, nicht so richtig Zeit für gefunden. Wann haben wir Darksiders 2 beendet? Vor einem Jahr? Glaube ich. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Sprich. Vor. Ja, ich glaube vor einem Jahr. Sprich, ich habe jetzt quasi schon ein Jahr lang das liegen lassen. Und dann muss ich noch Darksiders 3 spielen. Weil ich sehr daran interessiert bin zu sehen, warum sich alle darüber aufgeregt haben. Warum alle gesagt haben, Darksiders 3 ist so schlecht, voll doof. Das fühlt sich überhaupt nicht an wie Darksiders. Wobei Darksiders 2 sich
halt auch nicht angefühlt hat wie Darksiders 1. Ne, Darksiders 1 war nämlich ich will gerade sagen Beat'em'up, aber das ist, glaube ich, nicht richtig, das Genre. Hack'n'Slay, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Na, also Darksiders 1 war ein Hack'n'Slay, während Darksiders 2 ein Puzzlespiel war. Hauptsächlich. Hatte zwar auch Kampfelemente, aber war trotz alledem mehr auf Puzzle ausgelegt. Und dass sich dann Leute beschweren, Leute haben immer einen Grund, sich zu beschweren, so sehe ich das.